Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Fable Anniversary weiter. Beim letzten Mal habe ich euch hier auf dem Litchfield-Friedhof ausgesetzt und jetzt machen wir hier weiter. Wir wurden zwischenzeitlich nicht von Zombies angenagt, was ich sehr schön finde. Der komische Friedhofswärter, Gärtner, der Typ hier, der den Friedhof beaufsichtigt, der rennt uns immer noch hinterher. Ich weiß noch nicht genau, worauf das hinausläuft, beziehungsweise warum er uns so hinterherläuft. Eigentlich, ja doch, interessanterweise, doch, wir können ihn angreifen in der Theorie. Warum läuft er uns hinterher? Vermutlich einfach nur, um aufzupassen, oder? Aber wir müssten ja theoretisch noch an seinen komischen Helm herankommen, so wie ich das verstanden habe. Aber vielleicht ergibt sich das jetzt noch so irgendwie. Wie dem auch sei, wir verkloppen hier zahlreiche Zombies, weil das kann nur gut sein für unser Erfahrungspunktekonto. Das zum einen und zum anderen sind wir auf der Suche nach Hinweisen bezüglich diesen komischen Nostro-Typen, damit wir die eine Dämonentür öffnen können. Die wiederum dürfte den Zugang bewachen zum Bargate-Gefängnis, dem geheimen Zugang, den wir suchen und finden sollen. So, und zwischenzeitlich lesen wir noch ein paar Grabsteine. Auf dem Grab steht: Hier liegt Brom. Er verlor seine Familie und sein Leben durch Räuber. Das ist tragisch. Gut, ja. Auf dem Grab steht: Hier liegt Kenneth Nim. Kann jetzt für Kinderpartys gebucht werden. Hooray! Ja, das ist ja herzallerliebst. Auf dem Grab steht: Jetzt kratzt du am Sargdeckel. So rächen wir uns für das, was du uns angetan hast. Da steht: Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank für die Blumen. Da steht: John und Sarah Miller. Unzertrennlich vor ihrem Unfall und mehr noch danach. Ah ja. Da steht: Kay Meller, Atheist. Reisefertig, aber nichts gebucht. Der Spruch ist schön. Atheist, reisefertig, aber nichts gebucht. Ja, das ist ein kleines Problem, ne? Auf dem Stein steht: Vielen Dank fürs Abtreten der Schuhe. Der Spruch ist echt endgenial. Atheist, reisefertig, aber nichts gebucht. Das ist so herrlich. Da steht: Lumpi, ein guter Freund und lieber Hund. Nur rannte er nass im Gewitter rund. Armer Lumpi. Da steht: Für Onkel Carl Kinby, du bist uns noch was schuldig. Interessant. Reisefertig, aber nichts gebucht. Ja, darüber sollte man sich so seine Gedanken machen, ne, bevor man abtritt. Ganz eventuell. Sonst kommt man sich im Jenseits eventuell so ein ganz klein bisschen verloren vor, aber naja. Auf diesem Grabstein steht die Inschrift und der sagte: Tanz für uns, nichtsnutziger Abschaum. Das verstehe ich nicht. Dieser Grabstein ist schwer beschädigt. Darauf steht: Meine Familie zahlte dem Steinmetz 5 Goldstücke für den Stein. Was habe ich denn erwartet? Auf diesem Stein steht: Hier liegt Mr. Zahnrider. Jetzt da er gegangen ist, scheint er weniger böse. Zahnrider? Was? Da steht: Hier ruht James Corun. Niemand vermisst, geschweige denn beweint ihn. Wir sind froh, dass er weg ist. Das ist heftig. Also ich hoffe sehr, dass sowas nicht auf meinem Grabstein stehen würde. Also, hier ruht Herringway, berühmter Let's Player. Wir vermissen seine Videos ein bisschen. Naja, also, keine Ahnung. Ein bisschen mehr wäre mir lieber. Man wird sehen. Irgendwie haben die meinen... Er ist tot, oder? Ups! Das war ich nicht. Das waren die. Also, das... Ich meine, damit müsste er doch rechnen, oder? Er ist der Friedhofsvorsteher gewesen. Also, quasi gesehen, dass... Da sollte man noch annehmen, dass er einigermaßen weiß, wie man sich hier zurechtfindet. Oder auch nicht. Er hatte ja nicht mal eine Lebensenergieanzeige. Was war das? Warum ist er mit uns gekommen? Ich verstehe das nicht. Na gut. Egal. Ist dann wohl nicht so wichtig. Freuen wir uns lieber stattdessen an der Tatsache, dass wir jetzt hier alleine den Litchfield Friedhof erkunden dürfen. Und ich kann mich jetzt hier eine halbe Stunde irgendwie an den ganzen Skeletten und so weiter aufhalten. Was vermutlich gar nicht mal so dumm ist, wenn ich jetzt mal wieder auf die Erfahrungspunkte schiele. Aber zum anderen können wir natürlich auch versuchen, mal die komischen Sachen zu suchen.
die der Friedhofswärter hier irgendwo versteckt haben soll. Da steht, hier liegt Tobias Morn. Im Leben haben wir dich nicht gekannt und nun bist du von uns gegangen. Tja, das war... Da steht, fürchte das Ende nicht, denn ich sehe Sonne und Himmel durch Deckel und Erde. Gut zu wissen. Auf dem Grab steht, sic gorgiamus allos subjectatus nunc. Ich hatte Latein, aber ich weiß leider nicht, was gorgiamus allos subjectatus heißen soll. Tut mir leid, vielleicht kann es jemand von euch übersetzen. Auf dem Grab steht, was starrt ihr so? Das ist Jahre her, dass ich Latein hatte, also ehrlich. Da möge man es mir verzeihen, wenn ich gewisse Dinge, also ich konnte Latein nicht mal besonders gut. Ich hatte einen Lehrer, bei dem man nicht besonders gut Latein können musste, also von daher, das ging einigermaßen. Für viele sind ja solche, die zweiten Fremdsprachen, Latein oder Französisch, der reinste Horror. Wie gesagt, Latein ging eigentlich noch. Französisch wäre der Horror gewesen an meiner Schule. Aber da hat es mit Latein eigentlich noch ziemlich gut getroffen. Im Nachhinein weiß ich aber auch nicht, was mich dazu geritten hat, wirklich Latein lernen zu wollen. Keine Ahnung. Das war so eine unbewusste Entscheidung. Irgendwas musste man nehmen. Ja gut, der beste Kumpel nimmt Latein. Okay, nimmt man halt auch Latein. Mein Gott. Aus Mangel an Erfahrungswerten und dergleichen. Da macht man sich ja in der 8. Klasse auch nicht wirklich... Nee, Quatsch, in der 7. Klasse nicht wirklich Gedanken darüber, was man nur tatsächlich damit später anfangen möchte. Hier liegt Lady Phylorn, gestorben durch eigene Hand. Das ist schlecht. Lady Phylorn. Das, was ich hier gerade mache, so gut ist? Nostros Rüstung. Ist stark genug, den gröbsten Angriffen zu widerstehen, aber eine dünne Rostschicht zerfällt beim Anfassen zu Staub. Nostros Rüstung. Ist das zufälligerweise das, was der Friedhofswärter meinte, was er versteckt hat? Die Überreste von Nostros Rüstung? Den Helm will er noch gehabt haben. Da müssen wir nochmal an seiner Hütte dann vorbeischauen. Wird schon klappen. Hier liegt Nostro, der Hüter des Tores. Aha. Hier liegt also Nostro. Okay. Gut, der Friedhofswärter hat ja schon gesagt, dass er... Ich glaube, das Schild ist jetzt nicht mehr aktiv. Der Friedhofswärter hat ja schon gesagt, dass er Nostros Kammer geplündert hat. Eine Angelrute. Aber sollte uns ja trotzdem dann in dem Moment... Ups. Nicht davon abhalten, einfach mal gucken zu gehen, ob hier noch irgendwas drin ist. Okay, Nostro, kriegen wir hin. Es sind also nur 4 Teile, die wir für ihn suchen sollen. Rüstung, Helm, Schild, Schwert. Schild, Schwert müssen jetzt noch irgendwo auf dem Friedhof hier sein. Quatsch. Ja doch, Schild, Schwert müssen irgendwo hier auf dem Friedhof sein. Und der Helm bei der Hütte des Friedhofswächters. Hier liegt der dunkle Fürst Sibelis. Seine Herrschaft des Schreckens ist vorbei. Der dunkle Fürst. Trotzdem hat man eben so eine große... Also, das ist ja toll. Dass man eben so eine große Krypta gebaut hat. Oh ja, wir hatten früher mal so einen Herrscher, der wäre ganz schön doof und so. Der hat immer die Steuern erhöht und irgendwelche armen Dorfbewohner misshandelt und niedergemetzelt. Aber ansonsten, wir können ihm ja mal irgendwie ein ehrwürdiges Denkmal bauen. Okay, vielleicht wurde ihm das schon zu Lebzeiten erbaut oder so. Und dann, nachdem er dahingeschieden war, waren die Leute zu faul, es wieder einzureißen. Kann ja an der Stelle auch sein. Naja. Man soll ja auch die letzten Wünsche eines Sterbenden immer berücksichtigen oder beherzigen. Auch wenn er eine ganz und gar schreckliche Kreatur irgendwie gewesen sein mag. Aber nein, der Tod ist dann alles... Nein, der Tod ist dann das, was uns zum Schluss alle verbindet irgendwie. Wir alle kommen nicht drumrum. Deswegen sollten wir doch dafür sorgen, dass diese letzte große Fahrt, dieses letzte Wagnis, dieses letzte Abenteuer, das uns allen bevorsteht, dass das doch wenigstens dann einigermaßen komfortabel und gut wird. Könnte man zumindest. Ihr habt etwas gefangen. Oh yeah. Was mag das nur sein? Vielleicht... Nostros Schild. Ganz schön widerspenstiger Schild.
Obwohl der Zahn der Zeit an ihm genagt hat, wirkt dieser Schild bedrohlich, als wäre er geschmiedet, um Feinde zu vernichten, statt nur ihre Angriffe abzublocken. Klingt wie ein Schild, den ich gerne gehabt hätte, aber gut. Es gehört Nostro und davon abgesehen, ja, ist halt schon ein bisschen älter, ne? Passt schon. So, was haben wir denn hier oben? Da ist zu lesen, Familie Knepp liegt hier begraben. Eine Warnung an alle, die Messer Jack dumm kommen. Oh. Auf dem Grab steht, Manno, dunkler hier als ich dachte. Da steht Captain Jack Sparrow. Möge er in alle Ewigkeit vor dem Wind segeln. Nein, das ist ja witzig. Okay, alles klar. Ja. Captain Jack Sparrow. Na gut. Captain J. Sparrow haben sie einfach nur geschrieben. Aber ich glaube, wir alle wissen, wer gemeint ist. Da steht James Sutter. Tragisch, wenn ein Vater seine Familie überlebt. Oh. Da steht Mary Sutter. Frisch gebackene Braut und gute Mutter. Viel zu früh wurde sie uns genommen. Da steht Katie Sutter. Sutters Erstgeborene. Wir vermissen dich. Da steht Hero Deacon Sutter. In Liebe Nelly. Da steht Hero Nelly Sutter, jüngstes Mitglied der Familie Sutter. Viel zu jung ist sie von uns gegangen. Oh, die ganze Familie Sutter hier. Einmal aufgereiht, Familie Sutter, genau. Hier liegt Scorin Dave. Der Nekromant heißt den Tod willkommen. Ein Nekromant? Mal gucken, ob der hier irgendwas... Ein Silberschlüssel. Ob der hier irgendwas Interessantes in seinem... Oh, das Grab ist leer. Naja, gut, okay. Wir reden hier von einem Nekromanten, hallo? Na, wird schon seine Richtigkeit haben. Da steht Yeggeth Sonok. Schläfer im Dunkel, wach auf und erhebe dich. Es blinkert hier so im Erdbrunnen. Da buddeln wir doch einfach mal und finden Nostros Schwert. Die Jahre haben dieses Schwert stumpf werden und seinen Glanz verblassen lassen. Im Kampf wäre es wohl nahezu nutzlos. Ja, aber wir können ahnen, dass es einstmals ein prächtiges Schwert war. Auf dem Grab steht, und um zu beweisen, dass ich doch etwas mitnehmen konnte, ist die Asche meiner Reichtümer mit meinen sterblichen Überresten begraben. Ha! Nee. Da steht, kein Mann kann 10 Minuten lang die Luft anhalten. Doch, Guybrush Threepwood. Da steht, hier liegt Sheriff T. Nace. Waren das 10 Minuten? Bin mir gerade unschlüssig, naja. Da steht, hier liegt Sheriff T. Nace. Er schließt sich in Zwillingsklings Lager, aber kam nicht mehr heraus. Jedenfalls nicht in einem Stück. Oh, hi. Was machst du denn? Ich lese mir hier gerade die schönen Sprüche durch. Da steht, hier liegt Frau P. Dam. Tot und ohne Happy End. Tot und ohne Happy End. Dupdi-dup. Wie das halt oftmals so ist, ne? Achso, hier ist... ne, Moment, von wo soll man denn hier... Von wo soll man denn hier bitteschön angeln? Irgendwie hier so, oder was? Oder wie, oder wo? Das müsste man schon genauer sagen hier eigentlich. Bitte hier angeln, dankeschön. Unser Geheimnis kannst du genau hier entlocken. Fluppidi. Flipflap. Und weniger... Ach, Mann. Dupidupidupidup. Dupidupidup. Dupidupidupidup. Das ist schon wieder irgendwas sehr widerspenstiges, widerstandsfähiges, wollte ich zuerst sagen. Und am Ende ist es wieder nur ein Heiltrank oder so. Wie der so dagegen ankämpfen kann, ist mir natürlich ein Rätsel. Aber, naja. Zumindest hat es direkt beim ersten Mal geklappt. Kommt ja auch nicht so häufig vor. Ein Silberschlüssel, natürlich. Oh. Da steht, du, der du auf mich herabblickst, wirst eines Tages mir Gesellschaft leisten. Wird aber noch eine Weile dauern, hoffe ich. Hier liegt Owen Moore, der mit mehr Schulden starb, als er bezahlen konnte. Wie das halt so ist, ne? Im Nachhinein wird es ihm egal gewesen sein. Gut. Ja. Hütte des... Totengräbers? Ganz eventuell? Ist hier irgendwas zum Untersuchen? Ne, sah nur so aus. Okay. So. Die Säge. Nostros Helm. Ah so. Dem Innern des Helms entströmen seltsame Gerüche. Sein Gewicht wurde
Sein Gewicht würde durchschnittlichen Menschen das Genick brechen. Mhm, interessant. Fertigkeitszeitalter. Oh ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr schön. Das wiederum ist weniger schön. Hallo? Was ist denn... Warum seid ihr denn auf einmal schon hier? Und nicht generell so auf dem Friedhof, so wie es sich für gute Zombies gehört? Naja. Wir gehen jetzt zu Nostros Grab. Tralalalalalala. Und der Nostro, der sagt uns, ihr dürft jetzt da reingehen, das wäre schön. Tralalalalalalalala. Oh. Ich bringe dir frohe Kunde, Nostro. Gebe mir bitte auch frohe Kunde. Meine Rüstung, mein Helm, mein Schild und mein Schwert. Ihr brachtet es mir, so sei euch Durchgang gewährt. Ich mag die Stimme voll. Irgendwie genauso, wie man sich's vorstellen muss. So, ihr habt dem Alten also die Rüstung zurückgebracht. Dann lasse ich euch durch, aber Vorsicht. Ich will hinterher nicht eure Fingerabdrücke auf mir finden. Wie interessant hier auch die Kameraperspektive war, weil die Entwickler einfach mal davon ausgegangen sind, dass man zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht fertig oder noch nicht seine Skills so weit ausgebaut hat, dass der Held auch größer geworden ist. Ihr habt es richtig gesehen, also der Kameraschwerpunkt, Mittelpunkt, der lag auf der Brust des Helden. Und wenn unser Held eben noch nicht so viel ausgebaut hätte, an Fertigkeiten einfach, dann wäre er natürlich auch kleiner gewesen. Dann hätte das mit dem Gesicht total gepasst, aber ja. Gut. Das sind so kleine Dinge, an die sie vielleicht nicht wirklich gedacht haben, aber im Endeffekt ja auch egal. Wir erkennen ja trotzdem, was die Entwickler gemeint haben. So, der alte Friedhofspfad. Und ich glaube, jetzt an der Stelle könnte es halbwegs interessant werden. Denn ich bin mir ein bisschen sicher, wie das jetzt schon wieder klingt, ich bin mir fast sicher, dass hier auf diesem Pfad, zumindest kam mir das damals mal so vor, dass hier auf diesem Pfad unendlich viele der Zombies spawnen. Das heißt, prinzipiell ist das hier, meines bescheidenen Wissens nach, der beste Ort, um den Kampfmultiplikator zum einen ganz hoch zu bekommen und zum anderen, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Und genau das werde ich jetzt an der Stelle auch machen. Sprich, jede Menge Erfahrungspunkte hier einheimsen, damit ich, ja, keine Ahnung, damit ich die einfach habe und so. Und damit wir uns die ganzen Skills dann eben ganz bald bei Zeiten mal leisten können. Und, ja, ich hoffe einfach mal, dass ihr an der Stelle dann nichts dagegen habt. Beziehungsweise, es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich jetzt ganz bald... Ja gut, werde ich das rausschneiden oder nicht? Eigentlich schon, weil das ist natürlich zu stupide, was ich jetzt gerade hier mache. Es ist reines Gegner-Schnetzeln ohne Sinn und Verstand. Aber wie gesagt, falls auch so als kleiner Tipp, vielleicht so am Rande für diejenigen, die Fable und meines Let's Plays neu spielen oder so. So. Keine Ahnung, ob es solche Leute gibt, aber mein Gott. Wenn ihr also jemals Erfahrungspunkte sammeln wollt oder so, das hier scheint wirklich der beste Ort dafür zu sein, einfach. Ihr seht es, es kommen immer wieder neue Gegnerhorden aus dem Erdboden empor. Es sind jetzt auch nicht die... ja, widerstandsfähigsten Gesellen. Eher im Gegenteil. Zwei Schläge mit meiner Waffe. Und dann sind die Tünne. Und den Kampfmultiplikator. Ihr seht, wie hoch ich sie mittlerweile schon habe. Und ich glaube, wir haben noch ein oder zwei Tränke, die wir dann nachher gleich noch benutzen können. Und die werde ich dann natürlich entsprechend einsetzen, sobald der Kampfmultiplikator dann noch ein bisschen höher ist. Weil es scheint ja durchaus wahrscheinlich, dass ich den Kampfmultiplikator, ich weiß gar nicht, ob man den über 100 bringen kann, oder ob bei 99 Schluss ist. Irgendwann dann, so bei Zeiten jedenfalls, wenn ich dann keinen Bock mehr habe, werde ich die Tränke jedenfalls nehmen. Erscheint mir wie ein guter Plan. Und dank des körperlichen Schilds muss ich auch absolut keine Angst haben, dass, mich meine Kräfte verlassen, beziehungsweise, ja, dass der Kampfmultiplikator dann irgendwann eben abnimmt oder so. Das Einzige, ja, was ich mir dann ab und zu eben mal genehmigen muss,
einfach so ein kleiner Willenskrafttrank, von dem ich hoffentlich noch ein paar zur Verfügung habe.